Was gibt's denn noch für Spiele, worauf ich mich sehr, sehr doll freue bei der Switch? Naja, auf jeden Fall Zelda, Mario Kart 8 Deluxe, das neue 3D Mario. Jetzt kam ja auch noch Arms raus vor kurzem, also für mich jetzt vor ein, zwei Tagen, glaube. Für euch ist das jetzt schon so, glaube ich, 2 Wochen her. Ja, Arms spricht mich eher weniger an. So an sich sieht das ja so cool aus. Macht bestimmt auch gerade im Multiplayer sehr, sehr viel Spaß. Ist halt so ein, ja, Kampfspiel. Ich weiß nicht, ob man das Kampfspiel nennen kann, doch eigentlich schon. Ist halt so ein Boxring und. Oder Boxring ist das? Ah, da habe ich mich halt zu wenig jetzt auch informiert. Auf jeden Fall coole Ideen dabei, das muss ich schon sagen. Aber mich spricht das nicht an. Bin sowieso ja eher weniger der Fan. Ja, oder eher weniger Fan von solchen Kampfspielen. Was auch mal schön wäre, wenn Smash Bros. Für die Nintendo Switch dann raus. Ja, kommt, wird auf jeden Fall, denke ich, aber die Frage ist, wann oder ob das vielleicht von der Wii U portiert wird. Kann ja auch sein. Wann ist eigentlich dieses Jahr die E3? Die müsste doch auch bald sein. Vielleicht war die für euch schon. Über die E3 werde ich natürlich auch dann hier reden, größtenteils Nintendo, weil, ja, nein, der Nintendo-Mensch. Es sei denn, es ist für mich irgendwas Interessantes noch bei den anderen. Dann kann ich auch hier darüber reden. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich könnte natürlich nachschauen, aber ja, mein Laptop ist eh geradeaus. Normalerweise habe ich den nochmal an. Heute mal nicht und heute brauche ich ihn. Doch, der. Im Juni ist doch immer die E3, richtig? Doch, eigentlich schon. Und für mich ist jetzt Ende Mai. Für euch ist so, ja, Anfang bis Mitte Juni. Sollte in ein paar Tagen für euch sein, glaube. Ah, das war jetzt dumm. Wir sind jetzt hier, glaube ich, durch, richtig? Da liegt noch ein Stein, den will ich haben. Sehr gut, wir sind durch. Hier passt nichts mehr rein. Außer hier vielleicht da. Ein paar Items, die hier schon drin sind. Dann der andere Rucksack. Der ist noch komplett leer. Ach, die Jacke wollte ich ja auch wieder da rein tun. In die Kiste da hinten. Mache ich am besten, sobald es dunkel wird. So, die Erde wird sehr wahrscheinlich nicht ausreichen, aber macht ja nichts. Ich höre genau, ob ich die Erde links oder rechts hinsetze, wie weit sie entfernt ist. Sehr, sehr cool. Ja, wenn ihr das noch nicht gemacht habt in einem anderen Video, könnt ihr auch mal eure Meinung zu meinem neuen Headset in die Kommentare schreiben. Was ihr davon haltet, findet ihr meine Stimme ist sie besser als vorher oder schlechter? Obwohl, stimmt, ich wollte ja sowieso noch ein ja, Video machen, so eine Art Infovideo, wo ich nochmal reinschreibe, ja, hab neues Headset oder sage und auch mal euch einen Vergleich gebe. Da habt ihr es bestimmt schon reingeschrieben. Wenn nicht, dann könnt ihr es hier nochmal machen. Also für euch kam das Video auf jeden Fall schon raus. Vor, ja, 2 Wochen circa. Oder 3 Wochen, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, wie sehr ich produziert habe. Nur für mich muss ich das heute noch aufnehmen. Werde ich heute auch nochmal. Und wahrscheinlich heute noch hochladen und veröffentlichen. Weil bis jetzt weiß noch keiner von euch, dass ich ein neues Headset habe. Noch keiner. Ich wusste ja bis gestern Abend auch noch nicht, dass ich heute mit meinem Headset aufnehme. Es macht wirklich, da es was Neues ist, für mich jetzt auch nochmal doppelt so viel Spaß. Minecraft macht mir sowieso momentan sehr, sehr viel Spaß. Dann nochmal ordentlich mehr. Das wird jetzt eine Nacht, so langsam sollte ich mal schlafen gehen. Ich werde jetzt diesen Stack hier noch leeren. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen, dann schauen wir mal zur Kiste da hinten und werden da mal die Feldhacke reinlegen. Dann sind wir ja da auch schon fast durch. Können wir schon mal damit anfangen, das Wasser reinzusetzen.
Gut. Ach stimmt, die Maus habe ich ja auch noch gekauft. Das war ja auch noch sowas, wo ich noch mal ein bisschen Geld investiert habe. Aber ich muss auch sagen, in letzter Zeit ist bei mir halt viel kaputt gegangen. Zuerst meine Maus, dann mein Mainboard, dann mein Headset. Naja. Dafür habe ich dann von jedem, eigentlich von vom Maus, vom Headset, vom Mainboard, jeweils jetzt was Besseres gekauft. Gleich ordentliche Ware. Und nicht so ein Billigprodukt. Ja gut, Maus war eher. Na gut. War eine gute Maus. Hatte zwar keine Zusatztasten, aber für mich hat sie komplett ausgereicht. Es war halt Maus und Tastatur in 1, also nicht in 1, also ein USB-Adapter und dabei dann Maus und Tastatur. Die Tastatur, die verwende ich jetzt hier immer noch. Also die Maus hier zum Beispiel, meine alte Maus, die liegt hier immer noch. Die könnte ich jetzt einfach nehmen und damit weiterzocken. Ja, kein Problem gewesen. Und meine alte Maus benutze ich immer noch regelmäßig jetzt. Ich habe ja jetzt momentan Berufsschule. Und da benutze ich meine alte Maus immer noch. Denn in der Berufsschule nehme ich ja immer meinen Laptop mit, weil ich da meine Aufzeichnungen mache und so weiter und so fort. Und auch halt zum Beispiel im Fach Programmieren programmiere ich am Laptop. Brauche ihn halt da. Und da ist so eine Kabelmaus, ja. Eine große Kabelmaus ist ein bisschen hinderlich. Die andere Maus, die ist schön handlich. Kann man schön transportieren. Ich habe irgendwie auch nicht mehr das Gefühl, dass sie kaputt ist. Da war ja so, dass die eine Taste kaputt war. Aber jetzt, ja. Merke ich davon nichts mehr. Was sehr, sehr komisch ist, aber ja, mich stört's nicht. Nicht umso besser, dass sie wieder heile ist. So. Ja gut, zwei Stacks Erle bräuchte ich dann noch, denke ich. Genau. Ungefähr zwei Stacks. Müssen wir jetzt mal zurücklaufen. Denn in den Rucksäcken habe ich auf keinen Fall mehr was. Dann kann ich ja gleich auch noch mal ein bisschen Zeugs ablegen. Kann ich auch mal gleich hier schon mal Inventar reintun. Den ganzen Kabel hier. Den anderen Müll. Oh, das ganze Weizen passt da noch alles rein? Nein, leider nicht. Heute machen wir das Weizen erst später. Gut. Und hier. Auf zum Lagerhaus. Dann werden wir jetzt auf jeden Fall ganz schnell da fertig werden. Und dann fangen wir mit dem Wasser an. Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Naja, es geht, denn es wird halt mit dem Wasser ein bisschen aufwendig sein. Ja, stimmt, da will ich sowieso ein bisschen Kabel da lassen. Obwohl, nee, wir machen es mit der Erde, wir machen es mit der Erde dann. Ihr werdet schon noch sehen, was ich meine. Das hier weg, das da, hole ich alles, was ich hier nicht brauche. Und dann ist hier noch ein bisschen Weizen. Ganze Menge schönes Weizen. Ein Stack sollte ich aber da lassen. Für die Schafe. Können wir jetzt auch noch mal ganz schnell zu den Schafen hingehen und die mal vermehren. Es seien, die sind noch nicht bereit zum Vermehren. Das kann natürlich auch sein. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Ach, die Schafe sind sowieso noch klein. Wahrscheinlich geht das noch nicht. Nee. Nee, nee. Dann lassen wir es. Versuch was wert. Ja, ich bin mal den angefangenen Rucksack hier haben. Ach, stimmt. Erde wollte ich ja noch holen. Deswegen bin ich eigentlich zurückgegangen. Mein Gedächtnis mal wieder. Oh, wie lange die gekrönten Kartoffeln halten. Die haben erst 12 verbraucht.
So, ja, da ist da hinten. Wir mal aus dieser Truhe noch ein bisschen was. Und ich denke mal, das reicht erstmal. Gehen wir wieder zurück. Das Feld ist auch wieder einiges da ausgewachsen. In der kurzen Zeit ist schlecht. Das Karte, ja, sieht auch nicht gut. Das sieht auch gut aus. Wir werden da erstmal eine Weile, denke ich mal, auch nichts mehr abfarmen, denn durch einmal abfarmen kriegen wir so viel und wir haben jetzt auch im Lager noch so viel Essen. Mit den gegrillten Kartoffeln sind wir sowieso super dran. Von daher. Aber was man hat, das hat man. Genau. So. Wir werden ja dann noch ein bisschen was mit Sand austauschen. Hier ist auch ein bisschen Kies. Kies kann ja ruhig hier bleiben. Ist ja auch natürlich für den Fluss, dass da Kies drin ist. Denkt man, normalerweise ist wirklich nicht so viel Erde da drin, aber ja. So genau nimmt es dann, denke ich mal, auch keiner. Ein paar Kleinigkeiten mit Sand werde ich hier jetzt noch reinsetzen. Darum habe ich ja Sand dabei. So. Sieht doch schon mal soweit super aus. Bis zu den Koppel dort oben kommt dann Wasser hin. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, wo wir... Nee, war schon so richtig. Paar so mit seinen Flächen hinhaben werden. Meistens sehen die ja so ungefähr aus. Naja, nicht ganz. Aber stimmt da jetzt nicht. So. Doch. So. Einfach mal hier so eine Sandfläche. Da muss ich natürlich erstmal Sand aus dem Rucksack rausnehmen. Ist ja klar. So. Wir haben bestimmt auch viel zu viel Sand dabei. Okay, dann machen wir mal hier ein bisschen Sand. Das war schon so ein bisschen zu weit. Egal. Und das wird bis hier unten hin fortgeführt. Dann gehen wir mal hier hinten hin. Hier sieht es auch danach aus, als wäre hier mal ein bisschen Sand zu gebrauchen. Machen wir einfach mal. Er braucht noch ein bisschen Sand. Er meldet sich. Ah. Da sollte natürlich kein Sand hin. Dann machen wir ruhig hier auch nochmal ein bisschen. Okay, dann hier diese Ecke sieht noch, ja, ein bisschen zu wenig sandig aus. Alles Gute ist, man kann hier schön erkennen, wo ich gerade Erde weggenommen habe. Weil da drunter immer anderes Material ist. Okay, die Sonne geht schon wieder unter, mein Gott. Geht das wirklich so schnell? So, hier die Ecke zum Beispiel kann da auch noch mal was hin. Okay. Muss ich gleich noch mal ein bisschen rausfinden, weil das da fehlt jetzt nämlich noch ein Block. Ja, das war der richtige Rucksack. So, und da. Gut. Ich denke mal, es reicht jetzt auch so ein bisschen an Sand. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Dann Wassereimer habe ich dabei. Habe ich dabei. Wunderbar. Dann. Ja gut, die Erde brauche ich später sowieso. Den Wassereimer brauche ich. Und dann eine Schaufel später. Sobald ich dann die Erde abbaue. Vielleicht wäre ein zweiter Eimer nicht schlecht.
machen wir uns auch mal einen zweiten Eimer. Dürfte dann unsere Arbeit so ein bisschen erleichtern, wenn wir zwei Eimer haben. So, die goldenen Kartoffeln, die kommen auch natürlich rein. Wenn ich das um eins alles mal verschieben. Hier mal Wasser. Wasser, Wasser. Da. Gut. Ab ins Bett. Ich sagte ab ins Bett, das ist Nacht. Na gut, die Werkbank hier kann auch weg.